guten Morgen aus Panama. Heute besuchen wir Punta Chame. Punta Chame ist ein kleines Fischerdorf mit ungefähr 400 Einwohnern. Punta Chame hat eine der besten Kitesports in Panama. Sehr, sehr schön. Man kann dort sehr tolle Angelausflüge machen. Der Strand ist menschenleer. Schöne einsame Strände gibt es hier, ganz viele. Sehr, sehr schön. Und es ist wieder sowas von warm. Wir haben 9 Uhr morgens, es sind 34 Grad, das ist echt der Wahnsinn. So, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ungefähr bei 31 Grad würde ich jetzt sagen.
Von Panama City im Moment leider nicht. Ah. Oh ja, das hat seine besten Jahre, glaube ich, hinter sich. Aus wie so ein Markt, würde ich eher sagen. Wow. Muschelhaus. Guck mal mit dem Stamm. Boah, wow, ist das toll.
kein europäischer Standard, aber trotzdem schön. Jerusalem, okay, San Blas Insel. Schau mal hier, St. Peter Ording Sport. Okay. Auf St. Peter Ording. 9116 Kilometer. St. Peter Ording. Sieht Panama City 100 Kilometer? Ja. Das ist schön. Das möchte ich gerne in unserem Zaun sehen. Hamburg, Santa Catalina, Hamburg. Charme, Tarifa. 1212. Tarifa 8012. Cape Town. Hier ist Cape Town. 11283. Bali kann man leider nicht mehr nehmen. Reni hat wieder gesammelt. Ist das nicht schön? Die Natur hat die schönsten Dinge. We'll be right back.
So, liebe Leute, wir sind jetzt weitergefahren nach Playa Caracol, weil es gibt in Punta Charme kein vernünftiges Restaurant, wo man einigermaßen gut essen kann. Nein, nur ganz wenig. Wenig, genau, richtig. Außerdem hat jetzt eh alles geschlossen. Eben, deswegen sind wir jetzt wieder im Surf-Check in Playa Caracol und hier gibt es eigentlich sehr gutes Essen. Dann wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.